Jetzt möchte ich Ihnen die Produkte der Manipulationstechnik vorstellen. Das erste ist das bewährte Handpickset. Das zweite wäre der Elektropick. Das dritte und effektivste Produkt ist der Multipick. Die Produkte der zerstörenden Technik sind der Nussknacker, die Auszugsvorrichtung oder auch Hülse genannt und ganz wichtig zu nennen die Fräsmaschine, die mit hochtourigen Umdrehungen einen Zylinder auffräsen kann. Für die Handpicktechnik benötigen Sie einen Vorspanner und natürlich den Handpick. Die Arbeitsweise werde ich Ihnen einmal kurz demonstrieren. Den Vorspanner setzen wir am Zylinderkern an, sodass wir eine kraftschlüssige Verbindung zum Schließzylinderkern haben. Jetzt nehmen wir den Handpick und das zeige ich Ihnen erstmal von außen. Wir stoßen in den Schließkanal hinein, bis hinten zur Kupplung, drücken diese zurück und dann gehen wir auf die einzelnen Stifte und versuchen die herunterzudrücken. Es gibt hierbei zwei Methoden. Die eine besagt, dass man entsprechend von Stift zu Stift geht und den jeweiligen Stift runterdrückt. Die zweite Methode ist das Racking, das sogenannte Durchziehen, sodass man alle Stifte in einer Position bringt, dass der Schließzylinder aufgeht. Sie sehen, dass ich jetzt hier mit einer permanenten Vorspannung arbeite. Das ist auch wichtig, denn die Vorspannung sorgt dafür, dass die Stifte im Schließkanal auf Spannung gehalten werden. Das ist die Grundvoraussetzung, warum Handpicking überhaupt funktionieren kann. Und der Schließzylinder ist auf. Sie können sich jetzt natürlich vorstellen, dass man für die verschiedenen Schließzylinder, die es am Markt gibt, unterschiedliche Handpicks und natürlich auch unterschiedliche Vorspanner braucht. Diese unterschiedlichen Werkzeuge finden wir in einem Handpickset. Jetzt kommen wir zum Elektropick. Der Elektropick arbeitet mit einer Schwingfrequenz von 2500 Schwingungen in der Minute. Diese hohe Schwingfrequenz ermöglicht natürlich ein effektiveres Öffnen an Schließzylindern. Ich möchte Ihnen jetzt mal die Arbeitsweise des Elektropicks demonstrieren. Auch bei dem Elektropick benötigen wir natürlich einen Vorspanner. Der Vorspanner wird wiederum an den Schließkern eingesetzt, sodass eine kraftschlüssige Verbindung besteht. Aber Achtung, hierbei ist ganz wichtig, dass wir den Vorspanner nicht zu weit hineinstecken, sodass wir den ersten Stift berühren, sondern wir müssen darauf achten, dass die Stifte frei schwingen können. Das ist ganz wichtig. Der zweite Punkt ist, dass wir den Vorspanner nicht unter einer permanenten Vorspannung setzen, sondern eine sogenannte Fingerspannung. Das ist deshalb wichtig, weil die Stifte erstmal frei schwingen müssen, um die Öffnungsmethode durchzuziehen. Die Arbeitsweise des Elektropicks ist im Prinzip identisch wie des Handpickings. Hierbei üben wir jetzt erstmal eine leichte Vorspannung aus, stecken die Nadel in den Schließkanal ein und drücken auch hier den Mitnehmer auf die andere Seite. Jetzt fahren wir erstmal im Schließkanal trocken die Nadel ab, damit wir sehen, wo wir den besten Weg haben, um die Nadel arbeiten lassen zu können. Wenn wir den gefunden haben, starten wir den elektrischen Knopf. Und der Schließzylinder ist offen. Hierbei können wir uns jetzt nochmal verdeutlichen, die Schwingfrequenz von 2500 Schwingungen, wie das in der Praxis aussieht. Diese kurzen
Intervalle sind unbedingt einzuhalten, da ein langes Sägen keinen Erfolg bringen würde. Nochmal wiederholt, nur die kurze Schwingfrequenz ist erfolgreich. Drehe ich Ihnen mal eine Öffnung mit den beiliegenden Werkzeugen. Hier werden wir einen Sperrstift finden, den wir auslösen müssen, damit wir hier entsprechend den Schließkern weiterdrehen können. Das kann manchmal vorkommen bei Schließzylindern, muss aber nicht der Regelfall sein. Wenn wir auf die 12 Uhr Position kommen, rasten alle Stifte wieder ein. Die Prozedur beginnt von vorne. Und die zweifach verriegelte Tür ist geöffnet. Ein weiteres Werkzeug zur Unterstützung bei der Manipulationstechnik ist der variable Spanner TNT20. Dieser Spanner hat den Vorteil, dass wir ihn hier oben variabel drücken können, sodass wir uns auf unterschiedliche Schließzylinderkanäle anpassen können. Ich stecke den variablen Spanner jetzt in den Schließkanal ein und jetzt habe ich die Möglichkeit, in beide Richtungen, in die rechte als auch in die linke Richtung zu picken. Durch die Druckverteilung, die durch die beiden Zapfen ausgeübt wird, haben wir einen wesentlich besseren Druckpunkt auf den Kern. Sie haben das gerade gesehen, wie schnell ich diesen öffnen konnte. Der Flippet ist ein weiteres intelligentes Produkt in der Manipulationstechnik. Denn jetzt ist es egal, in welche Richtung Sie picken, mit dem Flippet können Sie die 12 Uhr Position überspringen. Ich werde Ihnen jetzt mal den Flippet demonstrieren. Der Flippet wird folgendermaßen gespannt. Je nachdem, in welche Richtung ich picken möchte, schiebe ich die beiden Teile zusammen und habe somit eine Feder gespannt. Diese Feder sorgt dafür, dass genügend Drehmoment auf den Kern ausgeübt wird und die Fliehkraft verhindert, dass die Stifte in die 12 Uhr Position zurückspringen können. Hierbei gehen wir jetzt ganz nah an die 12 Uhr Position heran und drücken.
Das Top-Produkt in der Manipulationstechnik ist aber der Multipick. Der Multipick arbeitet auf zwei Voltbasen, 12 Volt und umschaltbar 24 Volt. Wie Sie schon hören, haben wir eine sehr hohe Schwingfrequenz. Die Schwingfrequenz beträgt bei 24 Volt 44.000 Schwingungen. Bei 12 Volt haben wir lediglich 12.000 Schwingungen. Der enorme Vorteil des Multipicks ist, wenn man die Amplitude sich mal anschaut, dass wir eine Auf- und Abbewegung hierbei haben. Diese Auf- und Abbewegung ermöglicht es, Schließzylinder mit mehreren Stiftkanälen aufzuschließen. Jetzt demonstriere ich Ihnen die Arbeitsweise des Multipicks. Ich habe wieder den variablen Spanner TNT20 aufgesetzt, gehe wiederum mit der Nadel in den Schließkanal hinein und löse den Startmechanismus aus. Sie sehen, der Schließzylinder lässt sich einfach öffnen. Beim Multipick sind grundsätzlich die gleichen Arbeitsschritte zu befolgen, wie wir sie beim Elektropick kennengelernt haben. Jedoch nochmal wiederholt, die hohe Schwingfrequenz ist dafür verantwortlich, dass wir hier wesentlich effektiver an Schließzylindern arbeiten können. Zusätzlich genießen wir den Vorteil, dass wir unterschiedliche Nadelformen einspannen können. Hier sehen Sie in meiner linken Hand verschiedene runde Nadelformen, die auch in den Multipick eingespannt werden können. Die sind für solche Schließsysteme notwendig, die ich hier in meiner rechten Hand zeige. Das sind hochkomplizierte Wurmulden-Schließsysteme, wobei man natürlich auch sagen muss, hier ist sehr viel Erfahrung notwendig. Diese Erfahrungen können Sie aber auf unseren Fachseminaren erlernen. Der Beschlagheber ist ein weiteres interessantes Werkzeugteil. Er wird überwiegend bei zugefallenen Doppelfalztüren eingesetzt und wirkt wie ein Hebelinstrument. Der Beschlagheber wird hinter den Rundknauf eingesetzt, sodass eine Kraftwirkung nachher ausgeübt werden kann. Hierzu nehme ich jetzt eine Ratsche und ziehe den Beschlagheber fest an. Der Beschlagheber wird so weit angezogen, bis dass wir ein Vierkantmesser hinter dem Beschlag einführen können. Und die Tür ist offen. Bei dem Beschlagheber bleibt noch zu erwähnen, dass es drei verschiedene Türfallenmesser gibt. Wir haben die Ausführung in 8 mm für normale 72er Beschläge, dann in 9 mm Ausführung für FH Feuerschutztüren und wie hier zu sehen in 10 mm für 92 mm Beschläge. Der Kreuzbandöffner ist ein weiteres Instrument in der zerstörungsfreien Technik. Er arbeitet an Schlössern im Alarmanlagenzuhaltebereich, die eine solche Form aufweisen. Hier haben wir auf drei verschiedenen Ebenen die Zuhaltungsstifte. Die Arbeitsweise des Kreuzbandöffners ist wie folgt. Wir versuchen, die vier Fühler gleichmäßig einzuführen in den Schließkanal. Über die Rändelschraube üben wir einen seitlichen Vorspanndruck. Den Vorspanndruck darf man vergleichen wie beim Handpicking mit dem Vorspanner. Gleichzeitig
führen wir eine Vor- und Zurückbewegung aus, um die Stifte in die einzelnen Positionen zu drücken. Hierbei ist noch zu erwähnen, dass Sie nicht zu viel Vorspannung ausüben, weil sonst vorne die leichten Lamellen abbrechen können. Immer wieder den Druck loslassen und dabei leicht die Fühler hin und her schieben. Wieder Druck loslassen. Der Tubular Pick 7SB Bike ist ein neues Produkt in der Manipulationstechnik. Ich werde Ihnen jetzt die Arbeitsweise des Tubular Picks demonstrieren. Wir arbeiten an Schlössern mit so einem Durchmesser. Die Arbeitsweise ist wie folgt. Durch Drücken des Quick Reset werden alle Federn unten gleichmäßig am Kopf ausgerichtet. Jetzt benötigen wir eine gewisse Vorspannung, die wir hier über die Rändelschraube ausüben. Ferner haben wir darauf zu achten, dass die innenliegende Nase in Zylinderstellung eingeführt wird. Ich führe den Tubular Pick in den Schließkanal ein und drücke dabei leicht nach unten. Gleichzeitig übe ich eine Rechts- und Linksbewegung aus, die es ermöglicht, dass das Schließzylindersystem geöffnet wird. Sperrhakensätze und Fahrzeugpassepartout-Sätze, die ich in meinen Händen halte, können Sie auch bei uns erwerben. Bitte fragen Sie unseren Verkaufsservice nach den einzelnen Positionen. Für Fenster, die auf Kipp stehen, haben wir auch eine Möglichkeit. Hier bieten wir den Kippfensteröffner aus Hartgummi an. Zum Abschluss der Manipulationstechnik zeige ich Ihnen noch ein Beispiel der Fahrzeugöffnung. Als erstes nehme ich die Kraftweiche, die ich zwischen Rahmen und Fahrertür einsetze. Damit hebele ich die Tür vom Rahmen ab und setze jetzt hier ein entsprechendes Druckkissen dahinter.
wenn mein Arbeitsspalt breit genug ist, führe ich den entsprechenden Autoöffnungshaken ein. Jetzt versuche ich mit dem Autoöffner den Öffnungsmechanismus zu ziehen. Hier sehen Sie eine Auswahl von verschiedenen Autoöffnungswerkzeugen, die wir besonders empfehlen. Aus diesem Grunde haben wir auch ein Set für Sie zusammengestellt, welches aus einer Kraftweiche, einer Autoöffnungsmanschette, zwei Drucktaschen und den flexiblen Haken besteht. Besonders empfehlen möchte ich hierbei den Autoöffner Schlinge. Mit dem Autoöffner haben Sie die Möglichkeit, auch Autos mit Knopfdruck zu entriegeln. Hier sehen Sie den Autoschlüssel-Simulator, der mit in dem Autoöffnungsset enthalten ist. Der zweite Teil des Videos wird sich ausschließlich mit den zerstörenden Techniken beschäftigen. Hierbei macht der Nussknacker den Anfang. Der Nussknacker selbst ist ein legendäres Werkzeugteil, welches wir in den meisten Werkzeugtaschen schon finden. Wir haben die Möglichkeit, einen Profilzylinder im Stummschraubenbereich durchzubrechen. Dafür muss der Schließzylinder in die Führung des Profilzylinders eingesetzt werden. Ich werde das Ihnen gleich demonstrieren. Auf der umliegenden Seite haben wir auch die Möglichkeit, für Rundzylinder mit der gleichen Arbeitstechnik zu verfahren. Bei der Verwendung des Nussknackers ist darauf zu achten, dass der Profilzylinder oder Rundzylinder mindestens 5 mm aus dem Beschlag heraussteht. Wie in diesem Fall ist es ein guter Zentimeter, ist es umso besser. Sie sehen, der Nussknacker passt haargenau über den Profilzylinder. Die Arbeitsweise ist dann wie folgt. Wir versuchen den Schließzylinder zu brechen, indem wir zu beiden Seiten eine Bewegung ausführen, das Material im Stummschraubenbereich mürbe machen und anschließend, wenn wir gemerkt haben, dass das Material gebrochen ist, nach unten wegbrechen. Das wohl wichtigste Produkt in der zerstörenden Technik ist wohl die Kernziehglocke. Die Kernziehglocke wird heute bei allen Berufsfeuerwehren erfolgreich eingesetzt. Die Kernziehglocke selbst arbeitet nach dem Hebelmechanismus. Hier wird eine axiale Kraft auf eine Spezialzugschraube gelegt, die mit dem Schließzylinder verbunden ist. Durch die hohen Zugkräfte ist es möglich, den Schließzylinder im Kern zu ziehen oder den Schließzylinder auseinanderzubrechen. Das Wichtigste bei der Auszugsvorrichtung ist die verwendete Spezialzugschraube. Die Spezialzugschraube kennen wir in drei Ausführungen. Beginnen wir mit Typ A. Hier haben wir 4,2 mm Durchmesser bei 32 Newtonmeter Zugfestigkeit. Typ B bei 4,8 mm Durchmesser und 38 Newtonmeter Zugfestigkeit. Und zum Schluss Typ C mit 5,3 mm Durchmesser und 42 Newtonmeter Zugfestigkeit. Die Zugschrauben werden Sie nicht im Fachhandel finden. Die sind eine Eigenentwicklung unserer Firma und das Know-how besteht darin, dass wir eine Schraube auf den Markt gebracht haben, die nicht nur hohe Zugkräfte hat, sondern auch gleichzeitig sehr flexibel ist.
Kenner der Branche wissen, dass eine Schraube sehr leicht durch Torsionskräfte abzubrechen ist. Und das haben wir durch eine entsprechend weiche Legierung hinbekommen, dass die Schraube nicht mehr durchbricht. Ein weiteres sinnvolles Produkt aus unserem Hause ist die Einspannvorrichtung. Die Einspannvorrichtung schafft eine kraftschlüssige Verbindung zur Zugschraube. Ich möchte Ihnen jetzt die Auszugsvorrichtung und das Kernziehen demonstrieren. Zum Kernziehen benötigen wir die beiden Kernziehplatten. Die gibt es in zwei Ausführungen. Einmal für den Profilzylinder, ein weiteres Mal für den Rundzylinder. Mit Hilfe des doppelseitigen Klebebandes fixiere ich die Kernziehplatte. Danach sprühe ich den Schließkanal mit einem Schneidspray ein. Das verhindert die Reibungskräfte beim Eindrehen der Spezialzugschraube. Die Spezialzugschraube wird bis ca. 1 cm vor der Kernziehplatte eingedreht. Jetzt setzen wir die Auszugsvorrichtung an und ziehen vorerst fest. Jetzt nehmen wir unsere beiliegende Ratsche und ziehen den Kern aus dem Schließzylinder heraus. Danach öffnen wir mit einem Schraubendreher. Die zweite Methode, mit der Auszugsvorrichtung zu arbeiten, ist das Zylinder durchbrechen. Auch das möchte ich Ihnen gerne zeigen. Ich spanne hierzu die kleinste Zugschraube ein und fixiere diese. Auch hier verwende ich wieder Schneidspray zum einfachen Eindringen der Zugschraube. Ich löse die Einspannvorrichtung und die Schraube steht ca. 1 cm aus dem Schließzylinder hervor. Jetzt setze ich die Auszugsvorrichtung wiederum an. Und nehme die Ratsche zur weiteren Hilfe. Der Zylinder ist im Stumpfschraubenbereich durchgebrochen. Jetzt entferne ich den Schließbart, der sich noch im Schließmechanismus befindet. Jetzt nehme ich den Universalprofilzylinderschließer, um den Schließmechanismus zu betätigen, um letztendlich die Tür zu öffnen. Nachdem ich Ihnen die Auszugsvorrichtung gezeigt habe, möchte ich Ihnen auch noch die Frästechnik demonstrieren. Hierzu haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder mit einer Strommaschine zu arbeiten
oder mit einer entsprechenden Akkuversion. Beide Maschinen eignen sich hervorragend, um moderne Frästechnik auszuüben. Bei der Frästechnik kommen spezielle Hartmetallfräser zum Einsatz. Die sind von unseren Lieferanten so hergestellt worden, dass sie eine Doppelverzahnung haben für extrem hohen Abrieb und entsprechend gute Materialeigenschaften. Wir kennen die Ausführungen in drei verschiedenen Größen. 60 mm lang bei einem 6 mm Schaft, 80 mm lang bei einem 6 mm Schaft und 60 mm lang bei einem 3 mm Schaft. Wir wissen, dass wir an modernen Schließzylindern mit einem normalen HSS-Titanbeschichteten Bohrer nicht mehr viel Erfolg haben. Demzufolge möchte ich Ihnen gerne hier die Frästechnik zeigen, wie ich sie mit einem 6 mm Hartmetallfräser ausübe. Dazu benötige ich auf jeden Fall immer eine Schutzbrille. Ich setze unterhalb des Zylinderkernes an. Und ziehe den Fräser heraus. Jetzt entnehme ich die Stifte und setze den Hartmetallfräser noch einmal an, weil sich ein Stift noch nicht gelöst hat. Eine weitere Möglichkeit, mit der Frästechnik zu arbeiten, ist die 3 oder 6 mm schnurlose Akkufräsmaschine. Auch hier möchte ich Ihnen demonstrieren, wie Sie mit diesem Gerät umzugehen haben. Der Vorteil für Sie als Anwender, mit der Akkumaschine zu arbeiten, liegt auf der Hand. Sie haben die Möglichkeit, mit unserem speziellen 3 mm System zu arbeiten und sind unabhängig von einer Stromquelle. Sie haben gesehen, dass ich in den Schließkanal hineingefräst habe, nicht unterhalb, und damit sind wir in der Lage, den Schließzylinder jetzt auch zu drehen, nachdem alle Stifte entfernt worden sind. Dann nehme ich einen Schraubendreher zur Hilfe und öffne die Tür. Ein besonderer Clou der 3 mm Frästechnik ist der, dass Sie die Möglichkeit haben, bei einem Schutzbeschlag mit aufgesetzter Stahlrosette zwischen den beiden Platten zu fräsen und dadurch den Beschlag nicht zu zerstören. Wir haben hier mal ein Modell vorbereitet. Die Frästechnik wird sehr intensiv auf unseren Seminaren geübt. Ich zeige Ihnen jetzt einmal, wie das in der Praxis funktioniert, damit Sie eine professionelle Arbeit vor Ort erledigen können. Thank you.